Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge sind eventuell die Kohle ein bisschen ausgegangen. Das ändert sich jetzt Stück für Stück, da wir die Kohle wieder von hier oben raus transportieren. Aber wir müssen jetzt echt langsam schauen, dass wir die Produktion von da unten nach oben verschieben. Ist halt aktuell noch ein bisschen schwer möglich. Dadurch, dass wir einfach unten noch nicht fertig sind mit dem Bau. Aber wir werden es dann Stück für Stück nach oben, oben verschieben. Und dann wird das schon. Ich bin jetzt voll müde, ich bin sonst in eingeschlafen und jetzt ist es fast eins. Und ich mache noch die Aufnahmen, damit ihr auch ja die Folgen kriegt. So, aber hier ist das jetzt auch fertig. Bedeutet, wir müssen jetzt schnell das Ganze abbauen, damit wir hier die neuen Sachen reinbauen können dann gleich. So. So, dann, na kommt. Könnt ihr das fertigstellen, bitte? Beiden schnell fertig. So. Dann Blaupause Season 2. Dünger. Jetzt muss ich mich gerade noch wieder erinnern, wie rum das circa war. Ich glaube, ich wollte das Ganze irgendwie so hinsetzen, dass die ganzen LKWs noch genug Platz hatten zum Transportieren. Das war so. Okay, dann lassen wir sie mal bauen. Da bin ich dann gespannt. Ich kann jetzt auch zum Beispiel schon sagen, dass ich hier das Kabel bzw. das Rohr direkt hier anschließen kann. Um die Flüssigkeit abzupumpen. Hoppla. Jetzt haben wir 29 Arbeiter frei. Ich hoffe, dass das ausreicht. Ich hoffe es wirklich. Ansonsten haben wir ein klitzekleines Problem. Aber dann sollte die neue Düngeranlage, sollte es hoffentlich alles so hinkriegen, wie wir es haben. Oder brauchen. Aber was ich machen muss, hier ist das aus. Das vergesse ich noch. Beziehungsweise das werde ich noch eine Zeit immer wieder vergessen. Haben wir jetzt ernsthaft zu wenig Mitarbeiter? Okay. Dann brauchen wir hier eventuell doch noch eine Ecke. Unterkünfte 2. Und einmal dich hier entpausieren. Und dann werden wir hier meinen Wachstumsschub 3 anfragen. Wenn wir hier ein bisschen Wasser in den Kreislauf einschieben. Aber du brauchst immerhin zum Starten ein bisschen Flüssigkeit natürlich, ansonsten wird es eher schlecht was am Ende. Aber wir sollten dann eigentlich Großteile wieder raus oder mehr rauskriegen, wie wir wirklich brauchen, weil einfach die Mengen durch das saure Wasser hier passieren. Und das natürlich den Großteil ausmachen wird. Wir haben es jetzt natürlich als alleinstehendes gebaut, hier haben wir eigentlich mal so Befüllauftrag gesetzt.
Das werden wir jetzt mal anschauen. Setz dich mal kurz auf Prio 1. Damit einfach diese Anlage fahren kann dann. Meine Kohle kriegen ist schon geliefert, aber der Rest noch nicht. Das schaut so nach einem Kollegen aus, der dafür zuständig ist. Super. Dann machen wir dich hier wieder aus. Gut, jetzt gehst du hier los. Genau. Hier habe ich eine Ammoniak. Moment, warum habe ich da nochmal Ammoniak? So, wait, ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich habe hier irgendwas. Ich führe hier Ammoniak zusammen, aber für was nochmal? Wait, das Rohr ist falsch. Das Rohr ist falsch. OMG. Das ergibt dann vollkommen Sinn. Weil du bist gedacht als... Okay, ne, wurscht. Als der Sicherheitsausgleicher, damit immer die eine Seite Priorität hat. Und das habe ich komplett rausgenommen. Stimmt, die Ammoniakproduktion ist rein dafür da, dass wir mehr produzieren, wie wir benötigen. Oh mein Gott, das war wieder ein Geniestreich von mir. Na, schauen, das Wasser füllt sich schon auf. Bin gerade. Ja, ich glaube, das mache ich sogar noch schnell. Ich tue die zwei aus und mache da wirklich einen großen Behälter hin. Einfach weil wir dann ein bisschen mehr Volumen haben, weil Wasser wird viel kommen und dann haben wir ein bisschen höhere Möglichkeit zum Auslasten. Wasser. Bei der Hälfte sollen sie anfangen, jetzt abzufahren. Irgendwie, ich bin jetzt gerade am gucken, ob sozusagen wir eine Überproduktion haben. Aber es schaut nicht so aus. Es scheint so, als ob wir wirklich genauso laufen, wie es sein sollte. Und wenn ich dir hier eine Überproduktion gebe, das Tolle ist ja, wir haben ja hier unten das Rohr für den Dünger verlegt. Die Tanks laufen schon voll. Oder die Produktion scheint sehr, sehr gut zu laufen. Ich glaube, wir haben jetzt sogar zu wenig saures Wasser. Die Produktion, das ganze Ding läuft zu gut. Holy shit, okay, dass ich das mal sage, aber okay. Und fertig bauen.
Yep. Das funktioniert einwandfrei. Saures Wasser ist einfach mal leer. Haben wir denn irgendwo saure Wasserausgleichbehälter? Transportiert keiner ab. Holt doch mal die Scheiße. Die müssen das jetzt halt hier wegfahren, aber ich denke, das ist ein bisschen kontrollierbarer sogar. Das sollte ganz gut funktionieren. Die Anlage hat genug zu tun. Und das Düngemittel hat sich hier oben überall verteilt. Ja, schade, läuft es noch überall durch. Ist ja jetzt gar nicht schlecht. Also sind wir hier gar nicht so schlecht unterwegs mit der neuen Anlage. Finde ich super. Finde ich sehr, sehr gut. Was ist dein Problem hier? Ist es immer noch Glas? Scheint echt so. Wir haben anscheinend ein echtes. Glas-Import-Problem. Währenddessen wir hier oben tonnenweise Glas produzieren. Wie kriege ich das am besten hier eingeschleust? Gerade eben war der doch noch so gut und hat es hingekriegt. Wie ist denn das mit dem Förderband 3? Jetzt auch schnell machen werde. Aber interessant ist, warum bewegst du dich jetzt zum Beispiel nicht? Weil Mischglas in Überschuss dann dran ist, weil er keinen Schlack abtransportiert bekommt. Da ist ein Problem. Gut, aber wir werden hier diesen Import auch noch dazwischen setzen. Weiß ich mit schnell mit Magic. Und die Anlage muss ich eh nochmal neu konstruieren. Von daher alles easy cheesy.
Ah, jetzt ist leer von schon. Ich muss nur schauen, wo ich ihnen dann immer sage, wann sie es fahren sollen. Gut. Oh, das ist natürlich nicht der Plan, dass es sein sollte. Du bist ein flaches Förderband. Ich mach mal gleich zum flachen Förderband 2, weil es einfach mehr Sinn ergibt für uns dann gleich. Flaches Förderband 2 hier auch rein. Du bist ein flaches Förderband, okay. Mal kurz den Teil bitte entfernen. Und dann drüber ein flaches Fördermund. Gut. Und das flache Fördermund 2 ziehe ich jetzt einfach bis hier vor. Ja, ist ein bisschen umständlich und hin und her. Aber ich denke, das ist der beste Weg, um das Ganze wirklich ordentlich fürs Erste zu gestalten, bis ich die Anlage neu designen anfange. Vor allem werde ich wahrscheinlich die ganze Forschungsanlage dann mal irgendwann noch umstellen. Und dann ist es auch alles Geschichte. Jetzt haben wir dich hier. Zwei LKWs. Jetzt kontrollieren wir wieder, dass alle genug zu tun haben. Aktuell schaut es hier noch über gut aus. Wie schaut es mit unserer Kohlemine aus? Ja, wie es ausschaut, haben wir nur noch das hier. So. Und da müsste die Mine. Okay, ein, zwei Ecken Kleinigkeiten gibt es noch. Dann müssen wir aber davor schauen, dass wir irgendwie sonst mit der Ausfahrt wieder zurechtkommen. Wenn ich jetzt anfange, das auszugraben, kann es natürlich gut sein, dass ich auf den Deckel kriege. Das kann natürlich dann gut passieren. Fahrt ihr das jetzt bitte? Wie? Wenn du mir jetzt sagst, dass der Weg hier zu eng ist, dann reiße ich diese blöde Anlage ab. Schnell ich jetzt dann weg damit. Jetzt hat aber, oder? Yes. Schick die Unterstützungstruppen. Das Kohlelager füllt sich schon, weil die Kollegen können gleich umziehen. Und dann ist das hier komplett ready. Und dann können wir anfangen, Stück für Stück die ganze auch Wasser- oder allgemeine Produktion langsam rüberzuziehen. Jetzt haben wir eine Stufe 1 fertig. Jetzt können wir die Kohleproduktion wieder sichern, stabilisieren, indem wir die drüben arbeiten lassen. Und können. Oh, ich habe eine Überbevölkerung gerade voll angesetzt. Gut. Hoppala. Gut. Die Kollegen baggern sich hier jetzt so gemütlich durch. Und gehören dann später auch zu derselben Truppe. Wir arbeiten aber auf jeden Fall massiv dran, gut hier an Kohle zu kommen und alles. Schön ist auch zu sehen, dass die Kohle relativ nah an der Oberfläche sitzt. Von daher haben wir in Zukunft, denke ich, relativ wenig Probleme.
Ich habe jetzt voll den Kopfen in meinem, also wie er nennt, so ein rauen Ding im Hals. Aber ich habe gerade auf die Uhr geschaut und es schaut so aus, als ob es Zeit wird, die Folge zu beenden. Wie es ausschaut, funktioniert die Anlage immer noch sehr, sehr gut. Ich glaube, dass wir hier sehr gut vorankommen immer noch. Fällt doch ein bisschen der Limiting Factor hier oben. Der Kollege aber 12-12 oder wir sind eigentlich relativ leicht raus, außer es wird noch nicht nachproduziert. Ich glaube, wir sind gut dabei. Schaut auf jeden Fall noch alles auch sehr, sehr schön aus. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.